Wir gehen rein ins Video. Fenerbahce gegen Galatasaray. Istanbul Derby Eskalation mit Mert Abe. Ahmed war auch da, hat es aber nicht den Titel geschafft. United aus der Türkei, aus Istanbul, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog. Heute Derby Time in Istanbul. Ich bin richtig gehypt, ich bin gespannt, wie die Fans sein werden. Ich hoffe, der Wind ist gerade nicht zu stark. Ich hoffe, ich kann euch gute Einblicke verschaffen. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da. Abonniert mich, abonniert den Kanal und viel Spaß, Leute. Istanbul, sehr geile Stadt. Ich war da einmal, es war sehr geil. Absoluter Win in Istanbul ist, Bruder, das Essen da ist ja geisteskrank. Also, was ich da auch schon so gesehen und ich habe selber da was gegessen. Das war schon sehr stark. Wir waren halt auch bei Nusret. Das war gut. Aber auch so die ganzen Stände da fand ich nice. Und ich habe von übertrieben vielen Leuten gehört, dass es so echt heftig sein soll, da das Essen. Also so auch so auf der Straße und die Leute halt nett sind. Und eine coole Stadt ist und sowas. Ich glaube, Istanbul ist richtig geil. Ist aber ekelhaft mit Verkehr, ne? Aber bulamadım. So Leute, ich zeige euch noch ganz kurz die View von unserem Airbnb. Schaut Airbnb. Genießt. Ja, Verkehr ist verrückt gewesen. Hier, auch jetzt die Stadt war. Wird heute hier brennen. Genau, wir sind auf der Europaseite, drüben ist Asienseite. Ich bin gespannt, das kann ich sein, sage, Mert. Das Stadion wird auch heute... Also gar Nusret, Mert schreibt, Nusret ist so overrated, Bro, einfach Touri-Falle, man muss in die lokale Läden gehen zum Essen. Ja, das fühle ich. Ich muss sagen, Nusret in Istanbul war mit Abstand das Schlechteste. In London war es gut, in Mykonos war es komplett krass und in Istanbul sage ich, war okay. Ich wette, dass da so es Läden gibt, wie du schon sagst, so richtig einheimische Läden, wo das tausendmal besser schmeckt. Keine Galatasaray-Fans. Die haben das Auswärtsverbot. Warum dürfen heute keine Gala-Fans kommen? Ganz kurz zum Verständnis. Das ist Ahmed, das ist mein Mod. Der Das Risiko ist so. Es ist sehr schade. Wenn die da wären, dann wären noch geiler. Und Leute, erster gegen zweiter Platz. Wann gab es das letzte Mal so ein Derby? Dieser Hype. Gerade für dieses Derby ist nicht wie bei den anderen Derbys, voilà. Echt? Weil aber auch Fenne einfach so geilen Fußball spielt. Die Leute haben so Bock, sogar gegen Müllmannschaften ist das Stadion. Du hast gestern selber gesehen, wie easy man bei Beşiktaş Tickets kaufen konnte. Ja, stimmt. Bei Fenne gibt's das nicht, Digga. Krass. Ich schwör's dir, bei Fenne kannst du einfach kein Ticket kaufen. So Leute, wir gehen jetzt frühstücken und dann, so Leute, Frühstück ist jetzt... Türkisches, also da muss ich es mich jetzt zu mal positionieren. Türkisches Frühstück, sage ich, ist das Beste der Welt. Ich gehe mit, so mit internationale Küche, so Mittags-Abendsgerichte, also so richtig, ne, Abendessen und Mittagessen, so dieses Schicke. Da gibt es auch Italienisches geil, Griechisches geil, die Jugo-Küche ist geil, so. Aber Frühstück ist geisteskrank in der Türkei. Dieses... Meneme, dann auch Sucuk mit Ei, dann hier auch diese ganzen Pasten, dann so diese Kleinigkeiten nehmen, das ist schon sehr krass da, muss ich sagen. Die Stärkung für den heutigen Tag, um dieses Spiel zu überstehen. Ah, das ist knapp. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Sucuk, ganz, ganz, ganz wichtig. Aber ich habe gehört, Sucuk in der Türkei soll nicht so gut schmecken. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gegessen. Egal, ob ich danach Sodbrennen habe oder nicht. Dann diese Pasten und so, so geil. Da muss ich mich jetzt aber auch wieder positionieren. Das soll ja, ist sowas wie Tzatziki hier, das soll ja so sein, so Knoblauch-Paste-mäßig. Das ist in Griechenland 150 mal besser. Tut mir leid. Doch, 100 mal. In Griechenland schmeckt das richtig heftig nach Knoblauch. So. Da ist also so. Damit ihr mal einen Vergleich habt, Leute. Das ganze Frühstück hat jetzt 1250 Lira gekostet. Das sind umgerechnet 60 Euro. Für 4 Leute... 15 pro Kopf, ist schon, also in Berlin zahlt sie mehr für 4 Leute, hundertprozentig. Ich weiß nicht, was die alles gegessen haben, jeder hatte so, ne, ja. Durch 4, ist gut, und Leute, wir haben wirklich, der ganze Tisch war voll, ne. Aber ey, Bruder, ich sag dir ehrlich, das ist teuer. Ist eigentlich teuer, ne. Rechne nicht, auch für uns ist günstig, okay, aber wir sollen uns ein Türke zahlen. Ja, Mann, stimmt schon, ja. Das sind ganz normale Deutschlandpreise, finde ich. Ja, so ein bisschen, also in Berlin zahlt es auf jeden Fall mehr, aber ist schon okay, finde ich. 15 pro Person geht. 2,50 Euro für ein Ding. Aber in der Türkei ist es wahrscheinlich teuer. So wie alles hier voll war, nicht. Für türkische Verhältnisse, genau. Sucuk, Pastırma, Menemen, war schon alles. Ja. So, wir gehen jetzt noch eine Stunde ausruhen und dann geht's los zum Marsch. Ölüm, ich möchte, dass du mich damit reinzwingst. Nicht Kopfschmerzen, wie Kopfschmerzen, ich merke schon, nein. Alter, wir sind ein Fennerspieler, was ist mit dir, ja? Ich brauche eine Tablette, Bruder, mir geht's nicht gut, ja. Ich habe gar nicht geschlafen, ja. Warum nicht? Komm, schlafen lass oben. Warum wohl? Der Mann hat oben. Schön sich. Ja, schön aus, 1 bis 10 würde ich sagen 6,5.
Leute, damit ihr Bescheid wisst, wie krass dieses Derby heute wichtig ist für die Fans. Bruder, die kommen hier aus Städten aus Deutschland hergefahren, um dieses verdammte Derby zu sehen, ne? Walla, guck mal, wie geil, ja? Einfach aus Köln kommen die hergefahren. Deutschland ist heute da. Ich schwöre, ja. Was sagst du heute? Bruder, 5-0 ist ja da. Ja. 1-0 reicht auf 5-0. Ich setz mich hier auf diese Flasche. Leute, ganz kurz. Wir fahren jetzt gerade mit dem Taxi von Asien nach Europa, ne? Von Europa nach Asien. Und das ist ein Tunnel, der erst seit 5 Jahren ungefähr eröffnet ist. Wenn das Licht dort oben blau ist, heißt das, wir fahren gerade unter Wasser. Wow. Über uns ist das Meer. Oh. Wie die das gemacht haben und wie die das gebaut haben, Leute, fragt mich nicht. Wirklich krass, wie haben die das hinbekommen? Zirk macht das unmöglich möglich. das überschreitet leider meine Gedanken und meinen Kopf. Ich verstehe es selber nicht. Jetzt stell dir vor, Stau. Und es tropft einfach was runter, wa? Du guckst so, ein Wassertropfen ist hier. Das ist schon krass, ja. Und ja, dann, die machen hier Notfallausgang. Schuh, wer soll laufen, das nach Asien? Ja, oder wie ein Wasser rein. Basti hat das gebaut. Lauf mal. Laufen bis nach Asien. Ja, das ist mega, 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 mega interessant. Darüber können wir mal eine Doku gucken im Stream. Das heißt, gerne auch bei Twitch folgen, Leute. Gerne bei Twitch folgen. Und folgt mir jetzt mal bei Instagram. Wir folgen zu wenig Leute bei Instagram. Von YouTube könnt ihr gerne rüberkommen. Komm, wa? Das ist aber echt so, Digga, wenn ihr wüsstet, Bruder, dieses ganze Sehen, ich habe meine YouTube-Einnahmen geleakt, deswegen es ist eigentlich voll entspannt, da kann ich euch sowas wirklich mal zeigen. Man guckt sich Analytics an, Aufrufe 10 Millionen, man sieht, wie viele davon nicht Follower sind. Wiedergabezahl von Abonnenten 33%. So, wie viel sind 33% von 1,8 Millionen? Das sind 600.000 Menschen. 600.000 Menschen gucken sich meine Videos an und davon wiederkehrende 1,4 Millionen. Das heißt, so 400.000 ungefähr kommen nicht immer wieder, ne? So ungefähr so in der Art. Das heißt, wenn von diesen Leuten einfach mal ein paar Leute auch mal reinfolgen würden, dann hast du schneller das geht so geisteskrank und davon dann auf Insta ist das noch 1000-mal schlimmer. Ihr wisst nicht, wie viele Menschen auf ein Insta-Profil gehen. Einfach mal ein Follow da lassen, meine Fresse. Auch immer wiederkehrend, nicht so, oh, okay, aus Versehen mal, sondern oft. Aber bei manchen ist das noch kranker. Ja, ich weiß, bei manchen ist sogar umgekehrt. Bei manchen ist 70-30. Das ist brutal. Auch einfach mal da ein Follow da lassen auf Insta, auf YouTube. Folgst du eigentlich meinen Clip-Kanal? Ich glaube, jetzt wird es respektlos. Guck mal, das fragt Koray nur, weil er weiß, dass ich folge und damit ich seinen Clip-Kanal zeige. Wie heißt er nochmal? Das ist auf jeden Fall nicht. Das hier ist er. So wird Edis neue Wohnung aussehen. Natürlich folge ich. Edi, Monto, Roa, Drevi und Co. ragen wegen Elgato. Melina räumt einfach Edis Crafterzimmer auf. Brauchst du erstmal wieder den Algorithmus. Und Melina macht das Aufnahmeritual für Minecraft-Gilde. Edis Weihnachtsgeschenk von Mama. Na, das ist krass. Hallo, I'm under the water. Schon rappelvoll. Rappelvoll. Ich bin, ja, hier kommen Fanner-Fans von jeder Ecke. Wenn du wirklich, ich meine das ernst, hast es nicht gepusht. Wenn du hier mit Gala-Trikot reinkommst. Nein, Bruder, er wird gefickt hier, Bruder. Ja, ich schwöre, er wird gefickt. Weil das ist auch, wenn er hier reinkommt, das ist automatisch, die Leute sehen das als Beleidigung. Wow. Nach dem Motto, Schuh, wer seid ihr? Ich komme hier rein, ihr könnt nichts machen. Er wird sofort hier rausgezogen, Bruder. Wow. Hier kommt keiner rein. Man müsste mal ein Video machen, so Experiment, wie das ist. Gala. Ich poker nicht, Bruder. Hier kommt wirklich keiner rein mit einem Gala-Trikot. Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Aber andersrum auch. Andersrum natürlich genauso, Bruder. Auch Respekt. Das ist Respektsache, Bruder. Wer da hingeht, auch ein Fan, Bruder. Er zeigt Eier, Bruder, aber er wird auf jeden Fall angegriffen. Davon gibt es auch ein paar Videos, Bruder, das ist ganz normal. Manche sind verrückt. Nee, was abgestochen. Echt jetzt? Experiment, ja. Ich werde verkloppt. Glaubt ihr, man wird da verkloppt? Bock auf Schlägerei, die gehen rein. Also ich sag's nochmal, ich bin richtig verblüfft gerade. Du merkst, wie die Stadt gerade so aufwacht. Die kommen von überall raus gerade, wirklich. Jeder hat hier einen Fenner-Schal an, jeder hat ein Fenner-Batschi-Trikot. Das ist geisteskrank, wirklich. Ich zeig's euch jetzt mal, okay? Jeder hat irgendwo gelb. Aha. Ich renn gerade, ja. Hier ist Kategorie, hier gibt's keinen Entkommen. Oh mein Gott. Ich kenn's auch schon. Cora schreibt, ja, schreit ruhig weiter, Land. Ihr Narren 3-0. Wir sind hier gerade in der Stadt. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Es geht hier schon ab. Und Matt sagt mir gerade, ich weiß zwar nicht, wo er ist. Er sagt mir gerade, hört ihr das?
Ich glaube, die beleidigen gerade Jumbonbon. Boah, ich habe jetzt schon gerade so ein bisschen. Ich habe jetzt ein bisschen Gänsehaut, aber generell wegen Fans. Ich liebe diese Fangesänge und so. Ist krass. Wir versuchen jetzt. Matt hat irgendwie Kontakt zu, wie heißen die Fener? Gensch Fenerbahce. Das sind so die krassesten so Ultras. Wir laufen jetzt zu denen hin. Ich hoffe, wir finden die. Die machen jetzt sozusagen den Marsch, ne? Ja, genau. Wir müssen es noch mal ein bisschen bedeckt halten, weil die wollen nicht so gern gefilmt werden. Dass wir die Menge auch nicht auseinandernehmen, wenn da der ein oder andere mich erkennt. Dass ja, Nick, kurz. Versuchen wir unauffällig einfach da mitzumachen oder einen. Wenigstens aufzunehmen. Genau. Ich also, habe immer noch kein Internet, ich wurde hier verarscht, ne? Von Türkcell, ganz klare Sache. Wir versuchen euch wirklich die exklusivsten Einblicke zu geben, ne? Ich bemühe mich da drum, Leute. Mehr kann ich auch nicht machen. Es geht los, Leute. Oh, Schusch 909. Hier geht's los, glaube ich. Weitermachen. Das wird schon. Hier brennt schon überall, ja. Da werden die Bengalos gezündet. Rest aber. Yasin schreibt, wir haben die letzte Saison heim und auswärts gefickt. Da waren die ruhig wie Mäuse. Jetzt haben die Eier bekommen. Ho! Digga, die ganze Stadt ist voll mit Fener-Fans. Tommy, danke dir. Das ist so krass. Das sind jetzt die Fans. Diese richtigen Ultras, Leute. Hassen die sich alle gegenseitig gleich doll? Also Gala, Fenne und Besiktas? Hassen die sich alle gleich? Oder ist es so, Besiktas ist ein bisschen außen vor, ist eher Fenne, Gala? Fenne, Gala, extremer. Also die hassen sich noch mehr, oder wie? Okay. Ey, Zanin. Fenne, Gala Nummer 1 Derby, Besiktas hätte es gerne. Bruder, was geht hier ab? Ich bin gespannt, wie das Stadion dann ist, wenn sie 3-0 hinten liegen. Es ist gefühlt wie ein Spieltag hier. Ich bin gelaufen und gejoggt. Damit ich alles mitbekomme für euch, ich schwitze, ich habe meine Jacke ausgezogen. Lala, Matt, bessere Ordnung, bisschen mehr organisieren das ganze Ding hier. Ey, ich hab einen Fan so weggeschubst. Minuspunkt. Das tut mir so leid, Wallah, ich habe so schlechte Gewissen. Aber das war genau da, wo wir angekommen sind und wo alle geschrien haben. Und ich wollte einfach nicht, dass diese Schneeballsystem passiert, weißt du? Ich weiß nicht, wo wir hin, wir jetzt laufen, keine Ahnung, ich folge dem Mann einfach. So Leute, wir laufen jetzt. Wie heißen die noch ganz kurz? Das sind so die Ultras von Fenne. Wir laufen jetzt zusammen mit denen rein ins Stadion. Emre, danke für dein Verschenken. So Leute, da ist das Stadion. Hier ist jetzt gerade, ist schon full. Bruder, hier geht's ab. So Leute, hier ist die Statue von Alex de Sosa. Bei der Nacht, wo er weggeflogen ist, einen Tag davor. Ja. Vielen Dank, Jan. Das ist so krass. Die Leute sind zu ihm nach Hause gegangen, ungefähr so viele, wie ihr hier sehen könnt. Die sind zu ihm nach Hause gegangen. Die haben alle vor seiner Haustür geweint. Sogar er hat auch geweint. Das Video könnt ihr sehen auf YouTube. Also ich habe sowas bis jetzt noch nicht erlebt, ne? Sowas habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, ich bin ehrlich.
glaube, Chad, wenn Türkei die WM holen würde. Pff. Also Leute, jetzt geht's rein ins Stadion. Man hört sie. Mehr zweieinhalb Stunden vom Spiel. Wow. Wisst ihr, was hier das abgeht, wenn die ein Länderspiel? Wisst ihr, was in Berlin, also generell so in Deutschland, in Großstädten, glaube ich, los ist, wenn Türkei irgendwie weit kommt bei einem Turnier oder so? Das ist geistkrank. Ich will gar nicht wissen, wie das in der Türkei ist. Pasulik, und ich hab nicht meinen. Es kann sein, dass ich jetzt nicht reinkommen werde. Keine Ahnung. Das wäre der Super-Go. Wenn ich das Ticket zeige, wird ein Bild oben angezeigt. Wie beim Fitness. Das ist jetzt die Sache. Und die touchen ab. Oh mein Gott. Oder wir sind gefickt, ja. Na, sick der Land. So Leute, die erste Hürde ist überstanden. Die erste Hürde habe ich geschafft. Die erste Kontrolle habe ich geschafft. Ja, jetzt kommt die nächste hier. Chancen stehen aber gut, oder? Ja, guck mal, wie voll die ist. Die machen kein Dings. Ich glaube, ich auch nicht. Ich habe es reingeschafft. Du bist ein Professor. Du bist... Wie? Was hat er denn dabei? Ich habe es nicht gecheckt. Warum sollte er denn nicht reinkommen? El Professore. Du hast ihn so gut abgelenkt. Wallah, wow. Ich habe ihm so dumme Fragen gestellt, dass... Was hast du ihn gefragt? Ja, so hart. So. Weißt du, was er mich gefragt hat? Hast du Pasulik? Hat er gefragt, hä? Er hat mich gefragt, hast du Pasulik? Es war wirklich hart. Es war wirklich nicht leicht. Wir brauchen eine Pasulik-Karte. Hä? Pasulik ist so wie ein Personalausweis für Fußballspieler. Das sind so Mitglieder, damit man... Okay. Du kannst nicht einfach Ticket kaufen, brauchst du einen Vereinspass. Bro, wenn ich jetzt mir ein Ticket kaufe für das Derby und ich dafür Geld ausgegeben habe, kann es sein, dass ich trotzdem nicht reinkomme? Was ist das denn? Ja. Man kann es nicht kaufen. Warte, oh, so, das Licht kommt. Jetzt der erste Vibe. Kommt der Lauf rein, Leute. Jetzt kommt der Lauf rein. Geh du vor, du bist das Erste. Digga, wie krass es sein muss, auf so einem Platz zu spielen. Stell ich mir jedes Mal vor. Anderthalb Stunden vorm Spiel. Anderthalb Stunden vorm Die Perspektive, bei einem großen, ausverkauften, geilen Spiel auf dem Feld zu stehen und zu zocken, muss auf so einem Platz muss so geistkrank sein. Spiel und es ist einfach full, ne? Wow. Ey, Leute, wie muss sich das anfühlen, ja? Kurz zum Verständnis, Leute. Galatasaray hat 20 Jahre hier nicht gewonnen, stimmt das? Ja, das ist doch vorbei. Ja, aber vor drei Jahren haben sie es gebrochen. Ja, genau. Die haben 20 Jahre nicht gewonnen. Die hatten 20 Jahre in diesem Stadion nicht gewonnen. Und die haben das vor drei Jahren, haben es geschafft, das erste Mal hier zu gewinnen. Nur damit ihr mal Bescheid wisst, was dieses Stadion auch alles ausmacht. Diese Heimmacht bei den Derbys ist, glaube ich, dass wenn du zu Hause spielst, macht sehr viel aus. Es kommen einfach nur zwei, drei Spieler rein, die rasten aus. Ihr seid alle Söhne, sagen sie. Wir distanzieren uns davon. Ich distanziere mich davon. Neutral. Ich sag euch ehrlich, wir sind jetzt eine Stunde vor Spiel. Das ganze Stadion macht mit, das ist unglaublich. Alle pfeifen jetzt schon. Nur weil die Spieler auf den Platz kommen. Krass. Oh mein Gott. Eine Stunde vor Spiel und es ist so voll, das ist geistkrank. Also, dass schon so viele im Stadion sind. Ich glaube, jegliche Beleidigungen fallen gerade. Wahnsinn. Ich glaube, hier fliegen gerade die schlimmsten Beleidigungen gegen Galatasaray. Eine Stunde vorm Spiel, Leute. Eine Stunde vorm Spiel. Ja, sorry. Tja. Köfte Baguette muss sein. Boah, geil. Köfte. Ah, fährt oh so. So Leute, Fenerbahce-Spieler sind jetzt reingekommen. Komm hier, wenn du. Jetzt kommen die Galas-Spieler. Ja. Schiris! Oh mein Gott! Die Schiris! Jetzt sind die Schiedsrichter da. Die habe ich sowieso am meisten Hass. Oder die Schiris, ne? Ja, wirklich. Echt, Alter, das ist echt. Ey, es ist so eine krasse Stimmung. Es ist geisteskrank. Das ist eine Beleidigung, oder? Was sagen die? Wir sagen gerade.
Fresse deiner Mutter Galatasaray sagen. Nein, wir. Das ist noch normal. So, das ist noch. Das geht noch. Gerade eben, die sagen, ihr werdet sterben, ihr werdet den Tod eurer Mutter sehen, Bruder. Prost, Dries Mertens da. Dries Mertens. Spielt die Kadi? Guck mal, Gommis sein Pferdeschwanz am Abend. Ich meine damit seine Haare. Papi, wie heißt der? Gommis von vorne? Keine Ahnung. Aufstellung von Galatasaray wird gerade durchgegeben. Digga, ey, es ist so krass. Sowas kommt leider voll schlecht immer in Handy, über einen Handyton rüber. Mir schon bei richtig, Digga, ich gucke mir manchmal Stadionvlogs an, auch so, also so. Von mir dann, es war in echt tausendmal lauter. Auch so Autosound ist auch. Handyvideos immer viel leiser als in echt. Man kann es gar nicht nachvollziehen. Man hört nicht mal die Namen, die spielen, ich schwöre, es ist so laut. Jetzt kommt Fennel. Habt ihr gehört, ja? Die Nummer 12 kriegt keiner aus dem Verein, weil die Nummer 12 sind die Fans. Ey, es ist so laut, wow. Ja, das ist eigentlich cool. Und jetzt, guck mal hier. Die 12 kriegt keiner. Es ist so laut, krass. Ich hab Gänsehaut. Die Fans sind echt gut, ja. So, Leute, die Choreo geht jetzt hier gleich los. Das heißt, ich glaube, kann ich reden? Ich glaube, die Decke kommt gleich über meinen Kopf, aber ich weiß es nicht. Ich glaube. Leute, jedes Jahr der Meister, die Meisterflagge wird auf den Bosporus gehangen. Ich habe so Gänsehaut. Und die hängen jetzt schon, die hängen die Flagge auf Bosporus. Gleich kippt die Stimmung. Digga, da gibt's gleich einen Bus Richtung Erdkern. Straight. Alter, sehr, sehr krass. Mit dem Nimbus 2000 Richtung Erdkern. Krass gespielt. Schiri kriegt aus dem Fenster, Bruder, der wird so beleidigt, wow. Ey, ich muss schreien, damit ihr mich hört. Was soll ich machen? Jawohl, sehr stark. Sehr stark, komm. So krass! Ey, die sind so laut! Wenn die pfeifen, ist es so krass! Hört mal jetzt! Geisteskrank! Es kommt halt man stellt sich das schon krass vor, aber es kommt nicht so heftig im Video rüber, aber das ist bei allen Sachen so. Ich sag's jetzt nochmal. Wisst ihr, was ich meine? 10. Minute schon die erste gelbe Karte, die Fenner ist gar nicht gut. Das Spiel wird, sag ich, über 10,5 gelbe Karten am Ende. Glaub mir! Hilfe! Oh mein Gott! Oh, wie leise! Oh mein Gott! Offside!
Offside, Offside. 1 und 3 zählt nicht, er wird jetzt VAR. Kein Tor. Kein Tor, Tor zählt nicht. Offside. Digga, wie leise, wenn... Also, er ist ganz verrückt. Sind da Gala-Fans überhaupt im Stadion? Ist es da so? Sind da überhaupt? Wie viele sind da? Man hört ja überhaupt nichts. Zweite Chance, zweites Tor, wieder abseits. Das sieht nicht gut aus. Der verboten? Oh mein Gott! Was? Bitte, Rossi, weiter! Weiter! Rossi muss raus! Wie viele passen da rein? Ich bin schockiert hier. Profi, links! So schießt du? Fick der Land! Ja, der schießt ihn gleich an. Bruder, ey, hier geht's hin und her. Ich muss Kamera gleich wieder wechseln. Okay. Wer ist 26? Ja. Was ist das? Digga, Hilfe. Geiler Ball. Ruhe! 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 1 gegen 1, 1 gegen 1! Ja. Ganz drüben. Ja. Boah! Oder wie gut gespielt, aber wow! 30. Minute, ich sag euch ganz ehrlich, ohne Partei zu ergreifen, Gala spielt klar besser, wirklich. Gala spielt klar besser. Einfach neutral, wirklich gesehen. Was passiert hier, Digga? Walla, als würden wir schon 3-0 zurückliegen. Nein, es steht 0-0. Und ja. 1-0. Digga, wie leise. Geistkrank. Es steht 0-0. Und ja. 1-0. 1-0, Gala. Oh mein Gott. Ich hab's gerade gesagt, Gala. Wo ich das sage? 31. Minute. 1-0, Gala. Ich muss ehrlich sagen, es hat sich leider angebahnt. 1-0, Gala, Tazerei. Ich glaube, Oliveira war's. Mert ist jetzt schon am Ende. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Nee, sag ich dir ehrlich. Was ist das für ein Fußball, Digga? Die spielen echt nicht gut, ne? Alle gebrochen schon. Er hält aber immer so. Was hat er gesagt? Nicht filmen? Oder bitte merken Sie es. Er hält aber immer so. Der Bruch, das ist der klassische Bruch. Boah. Wer sind die 23? Die machen einen guten Eindruck. Bruder, er läuft und er läuft, du Idiot! Was macht der, ja? Oh. Oh mein Gott! Oh! 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 Batschuai, Arm. 7 Minuten Nachspielzeit. Oh mein Gott! Wow, 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 wow. Ey, 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 ey. Kerem. Den habe ich angeschrieben, oder? Gorel, war's der? So, erste Halbzeit ist vorbei. 1 zu Gala. Muss ich sagen, auch sehr verdient, wirklich verdient. Spielen sehr viel besser, das sage ich als Neutraler. Oder ehrlich? Muss man ehrlich zugeben, oder? Aber man weiß ja nie, eine Chance kann das Spiel entscheiden. Ich muss sagen, die Stimmung hat auch ein bisschen abgeflacht. Ich glaube, die Fans merken so ein bisschen, dass so das Spiel so ein bisschen... Eher auf Ernährung fliegt. So ein bisschen abflacht. Aber mal gucken, wie die zweite Halbzeit wird. Ich weiß, du bist verdauert und enttäuscht. Aber nur fußballerisch. Wie fandest du die erste Halbzeit, ehrlich? Wallah, ich will gehen. Wallah, es ist so respektlos, wie die spielen, ne? Leider, ja. Unglaublich, mir fehlen die Worte. Und Bruder, ich sag dir ehrlich, Gala muss nicht mal viel machen, um gut zu spielen. Wir müssen rauskommen und von Anfang an so ein Pressing, Bruder. Verkack deine Chancen, egal. Sei da, Bruder. Einer soll mich hier kaputt schlagen, Alter. Bitte, schieß! Schieß! Was gerade? Die eigenen Fans haben gerade einen Spieler ausgebucht. Nicht die eigenen Fans, doch. Einer hat das gemacht, er hat fast Schläge kassiert hier. Hast genau, du gesehen? Genau neben uns. Ja. Die anderen Fans haben direkt zu hingeguckt und meinten direkt, er hört auf und so. Krass. Und die haben die Leute sich zusammenschlagen, Alter, wo bist du, Hurensohn und so. Die haben ihn direkt beleidigt. Krass, wow.
60. Minute. Man merkt die Spannung hier. Wenn Fener verliert, ist hart. Mal gucken, wir sind noch. Oh, uiuiui. Oh. 2-0 Gala. Digga, wie leise! 2-0. Also, das ist geisteskrank. Ich weiß, da sind auch 0 Leute, aber das ist ja trotzdem krass irgendwie. Hier passiert gerade ein Tor. 2-0 Gala. 2-0 Gala. Das war's. 2-0 Galatasaray. 80. Minute. Verdient aber. Muss man sagen. Newcastle gedrückt. Ich will das gar nicht übersetzt bekommen. Wer weiß, was er da gerade für Ausdruck gesagt hat. Neben mir. So Gott will, sollst du nie wieder aufstehen. Wirklich? Einmal die Fans auf unserer Seite beleidigen einfach die Fans. Bei den Fans den Torwart ausbuhen. Ganz komisch. Es gibt mehrere Seiten hier im Stadion. Mehrere Seiten im Stadion und so die buhen. Ach, ganz komisch. 0-3. Aber die haben keinen Bock, Bruder, die haben keinen Bock. Das ist satt. Bastarde. Jetzt sind Lick. So feiern die ein Derby, ne? Als ob die Meisterschaft gewonnen haben, ich schwöre. Ey, die Gala-Spieler müssen, glaube ich, aufpassen. Die feiern da einfach in der Mitte. Aber die haben echt stark gespielt. Muss man ehrlich zugeben. Das Spiel ist jetzt zu Ende. 0-3. 0-3. Muss ehrlich zugeben. Meine ehrliche Meinung. Hochverdient. Trotz allem, sehr, sehr krasses Erlebnis. Sehr geiles Erlebnis. Fans, Wahnsinn. Ja, Leute. Ich hoffe, es waren gute Einblicke für so ein Derby mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe kaum noch eine Stimme. Ja, lasst Liebe da. Like gerne. Kommentiert. Ich guck mir das Rückspiel in Istanbul bei Galatasaray auch an. Ja, damit ihr Bescheid wisst. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Guck mal, die Fans. Guck mal. Was sind denn gelb oder was? Mit wem schreien denn die Polizisten? Ja, türkische Fans sind absolut verrückt. Die wollen den einfach mitnehmen. Er ist absolut down. Ich glaube, ich darf den halt gar nicht mehr ansprechen. Der ist am Ende. Eigentlich war der Vlog schon beendet, aber musste ich nochmal einschalten, weil was passiert hier gerade? Da hat's gekracht. Mir hat noch nie gesehen in Berlin, ne? Aber ich habe schon ab und zu ein bisschen mit, also ich habe ab und zu mit ihm geschrieben. Das ist eins der, also meiner Meinung nach ein richtig geiles Lied, was er rausgebracht hat. Ausländer. Das ist ein absolutes Brett gewesen. Everything has changed. Every day.